Cruelty, let's play! Tote Leertaste! Yo, Leute, willkommen zu Dead Space! Ah, mit Sound. Und wieder mal mit Großmembraner. Und angenervt, angepisst und alles andere Mögliche. So, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, was wir machen müssen. Und das ist das Schlimmste. Ich habe bis zu einem bestimmten Punkt gespielt. Dann ist mir das Spiel eher nicht abgeschmiert, sondern eher das Mikrofon. Ah, ich verwirrte das ein bisschen, weswegen ich mich jetzt ein bisschen runterdrehe. Dass, wenn ich normal spreche, ich so noch ein bisschen leiser bin. Dazu werde ich das jetzt ein bisschen besser einstellen. Das kann ich jetzt nicht auch jetzt halt besser einstellen, weil jetzt habe ich das komplette Gerät zum Bearbeiten des ganzen Stimmzeugs da drüben stehen. Und nicht in einem Programm offen, welches ich nicht nebenher öffnen könnte. So, hier drin ist Vakuum und... Eintritt Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Oh. Eintritt Schwerelosigkeit. Voll deppert, dass ich jetzt schon weiß, was ich machen muss, wo ich hin muss und so weiter, bla bla bla. Vor allem, ich weiß, dass jetzt zwei Monster kommen. Welche ich jetzt ganz einfach abwarten werde, bis sie hier hinkommen und dann eine Ripperklinge in den Kopf bremse. Ende der Schwerelosigkeit. Das so eben. Bin ich dem gerade ausgewichen? Haben wir jetzt 0-0 oder? Doch, wir können noch einen anderen. Okay. Hätte schon gedacht. Hey, du da. Mann! Eintritt Schwerelosigkeit. Und der hat nichts gedroppt, oder? Doch, da. Oh Mann, ey! Ende der Schwerelosigkeit. Ist auch irgendwie ironisch. Eigentlich ist es nicht möglich, dass es so einfach plötzlich Schwerelosigkeit anfängt und aufhört. So wie es hier bei Dead Space gezeigt wird hin und wieder. Ende des Vakuums. So, jetzt haben wir wieder Luft. Atmen. Juhu! Und. Boah. Anschneller. Warning, authorized technicians only. Server risk of user of what that. Ja, so, dann ist hier noch Lambo. No credits. Das war ein bisschen Standard. So, da weiß ich bereits, dass hier nichts auf uns wartet. Bis hierhin. Das Einzige, was auf uns wartet, ist das hier. Und der hier wird einfach. Das Projekt einfach geköpft. Beim letzten Mal spielen wurde von mir krass korrekt einfach mal mit dem Flammenwerfer getötet. So, wenn wir nächstes Mal eine Bench finden, dann können wir ziemlich viel weiter aufrüsten, weil wir haben 5 Knoten. Oh, fuck. Das wäre ein Textloch gewesen. Okay, das hast du verstanden, war sowieso nur eine kleine Frage, selbstgeriete über das hier, über das Gefühl hier. Über die Gespüre, die hier überall sind. Tempo hier. Der Antrieb ist im Arsch. Ich krieg ihn nicht gestartet und bei all dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. So, und jetzt laufen wir auch mal mit dem Abwerfen durch, weil der ist ja super gut geeignet, weil man hier einfach so richtig durchlaufen kann.
Wie ihr seht, ich habe ja auch offiziell keinen Schiss, weil ich weiß, dass hier im Normalfall nichts kommen sollte. Wenn natürlich jetzt dann plötzlich was kommt, wo vorher nichts kam, erschreckt ihr mich umso mehr und schnappt mir wahrscheinlich voll die Hand an. Das ist eigentlich praktisch, wenn man weiß, dass da was kommt. Und der da? Brennen. Jetzt habe ich den auch mal gesehen. Das Wissen, beim ersten Mal habe ich den übersehen. Und das Coole ist, du gehst jetzt hier lang und dann siehst du so, da ist er weg. Wo ich gerade zum Mikrofon vorbeigespaziert ist. So, und ungefähr hier ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon offiziell nicht aufgenommen hat. Und deswegen werde ich die hier auch wieder so wie eben. Wegnapalmen. Denn ihr müsst wissen, der mittlere, der Schuss, den ich, der Alternativschuss von Flammenwerfer ist Napalmfeuer. So. Das hier sieht voll aus nach Bosskampf, deswegen werde ich jetzt erstmal mal, dass die da tot sind, tot. Okay. Knotenraum, Knotenraum. Das ist ein Knotenraum. Dann nutzen wir den Knotenraum. Ripper King Schema. Nice. Ist ja nicht so, als hätten wir das schon. Und unser Inventar ist offiziell ein bisschen voller, den Knoten ist weg. Wir haben dafür sau viel Medikit und wir haben zwei Schemas. Einmal das Schema für die Energie für die Ripper und Medipack-Mittel. Viele Ripper-Klingen und Flammenwerfer-Mini, die wir gleich verschwenden werden. Da gehen wir auch noch rein. In irgendeinem dieser Räume wird doch schon irgendwas passieren, ey. Okay, auf sowas habe ich eh schon gewartet, dass irgendwann dort dann. Straße, Straße, Straße! Dieser Boxen plötzlich ein Gegner ist, was öfter vorkommen kann. War es irgendwie mir klar, dass da einer kommen wird? Nicht den Kopf abbrennen. Ich weiß, was von ihm ist. Moment. Der Knopf. Gut. Noch. Wir haben erst 10 Minuten hinter uns. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Das heißt, wir speichern mal kurz ab. Auf einem neuen Spielstand. Ja, ich glaube. Abgeschlossen. Ah, Achtung, extreme Hitze. Sämtliche Mitarbeiter sollten Schutzkleidung tragen. Wir haben Schutzkleidung und wir sind Techniker.
Hippenklampe, wo muss ich auf, du Idiot? Ja. Run, Isaac, run und. Renn mir die Beine ab. Offensichtlich ist es. Dicken sind die billigsten Konzentrationen. Halbleiter Gold. So, dann erstmal ist nachladen. Also ich muss sagen, diese zwei Waffen sind eine super Kombi. Mittleres Medikit. Und hier ist ein Energieknoten. Das heißt, wir haben in der Tat schon für den letzten Energieknoten, den wir ja indirekt verschwendet haben. Verschwendung war das sicher nicht, da war es auch viel drin. Für den zweiten Playthrough ist das schon ein bisschen mager, weil man den Quadrat Normalfall schon hat. So, irgendwas. Dichter. Medikit! Ich muss jetzt erst umschauen, bevor ich hier irgendwas mache. Oh, die Plasma-Energie und so weiter zu verkaufen wird schon ziemlich lustig werden. Das gibt nämlich immer wieder schön Geld. Und wie man weiß, Geld ist toll. Also, ich glaube, das wird ziemlich laut werden, wenn wir hier das starten. Was auch immer wir hier gleich starten werden. Okay, ich glaube, wir haben alles. Hm, ja, so ziemlich. Oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Ah, hier kann man auch durch. Wie verwinkelt das hier ist, das ist doch nicht schön. Kennt ihr das in Third-Person-Spiele, dass die Kamera euch hin und wieder Augenschmerzen bereitet? Ja, bei mir war es gerade so, weil ich die ganze Zeit so rumlaufen bin. Das geht echt extrem auf die Augen, weil du dann so gucken willst. Zündungssequenz eingeleitet. Oh oh. Bitte warten. Wieso war das? Natürlich liegt da nur noch eine Frau, ne? Die sich aber selbst noch in die Luft sprengt, ne? Das heißt, wir haben das in unserem Super 3 gefunden. So, du hast doch nichts bekommen. Haben wir jetzt eigentlich schon an Items? Also, Medikit-technisch sieht es eigentlich kacke aus. So verschwende ich das einfach mal fast alles.
Ruhe und wenn später irgendwas schief läuft, nicht mehr zu heilen. Was irgendwie die ganze Sache nicht ändert. Antriebe werden gezündet. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Yay. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nehmen Sie eine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einem Bio. Warte, warte. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerreißen. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Oh, das ist wahrscheinlich unser richtiger Weg. Ja, ist es. Oh. It's a quest. Die Stripper klingen. Solche Aufgänge sind meistens sehr signifikant. Wow, Wörter. Für hier kommt gleich den Gegnern entgegengestürmt. Da oben ist ein Lüftungsschacht. Isaac! Isaac! Wo bist du? Ich bin's! Nicole! Ja. Isaac, machst du nicht wieder Kerl hier und verlier ja nicht deinen Kopf. Glitches. Ich mag sie. Gut, Shop, das ist gut. Dann können wir ein bisschen. Du hast ja mal den kompletten Flammenwerfer geleert. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, am Shop. Verkaufen und dann auch Apartment wahrscheinlich. So, erstmal verkaufen würde ich sagen. Halbleiter Gold, Luftkanister braucht eh keine Sau. Stasepacks, Plasmaenergie, Strahlenenergie. Jo. Erstmal ein paar Medikits, würde ich sagen, und zwar. Wie viel haben wir jetzt? Vier kleine, ja. Würde ich sagen, neben den vier kleinen nehmen wir uns noch ein großes, also ein mittleres. Und dann. Zwei hiervon, noch zwei hiervon und den Rest noch das hier. Und noch eine. So. Jetzt sollten wir eigentlich im Normalfall ja ein bisschen besser ausgerüstet sein, was Heilung angeht und so weiter. Also könnt ihr euch jetzt schon auf Dead Space 2 freuen. Da wird es nicht so toll enden. Da wird es nicht so pralle laufen. Denn da werde ich nicht mit einem Spielstand anfangen. Wie ich das jetzt hier gemacht habe bei Dead Space 1. Bei Dead Space 2 werde ich komplett von vorne anfangen. Bei Dead Space 1 habe ich mir einfach gedacht, ja, ich habe es jetzt schon selbst durchgespielt, wieso soll ich jetzt nochmal komplett von vorne durchspielen, ohne irgendwas, was ich im vorherigen Spiel gehabt habe. Ja, ich würde sagen, mit Kapitel 3 Ende werden wir jetzt den Part beenden. Und die Forschung speichern natürlich. Ich werde mir jetzt noch anhören, ob das Ganze hier ordentliche Lautstärke hat und so weiter, bla bla bla. Weil sonst muss ich bis hierhin nochmal spielen. Yes! Und damit.
Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.